Okay, was ist das hier? Das muss man erstmal erfinden. Was machen wir jetzt damit? Trockengasreinigungsanlage, was ist das eigentlich? Es ist schon ein bisschen unheimlich, aber es ist auch einfach ultra cool. Ja, es ist einfach ein spannender Eingang. Wo unser Wohlstand entstanden ist. Hier könnte man richtig gute Underground-Partys schmeißen. Ja, das kommt gut an. Die nächste Generation kennt das nicht mehr. Das ist ein unglaublich spannender Ort. Nicht schlecht, aber wer hat sich das ausgedacht? Das ist im Grunde ein Riesenstaubsauger. Hier, das wäre eine gute Kulisse für einen Horrorfilm. Wenn es authentisch ist. Ansonsten ist es nämlich Disneyland. Dass die jungen Leute mal sehen, wie es denn war. Das ist viel spannender als Mad Max. Auf unserer Erde herrscht ein ultimatives, ewig währendes Grundprinzip, der stetige Wandel. Dinge kommen und gehen, entstehen und vergehen wieder. Manches bleibt aber auch einfach erstmal stehen, obwohl es seinen ursprünglichen Zweck verloren hat. Zum Beispiel stählerne Kolosse aus einer längst vergangenen Zeit, in der nicht die Silicon Valleys die Wirtschaftswelt beherrschten, sondern Kohle und Stahl. Stillgelegte Eisenhüttenwerke wie die Völklinger Hütte haben Land und Leute bis in die Gegenwart hinein stark geprägt und haben in der Geschichte tiefe Fußspuren hinterlassen. Sie sind exzellente Denkmäler der Industriekultur, stillgelegte Artefakte der Vergangenheit, eingeschlafene Produktionsstätten, die irgendwie nur darauf warten, wiederentdeckt zu werden wie Dornröschen aus ihrem hundertjährigen Schlaf. Doch wie soll das funktionieren? Was soll man mit diesen tausenden Tonnen von historischem alten Eisen heute noch anfangen? Diese Denkmäler in Besucherorte zu transformieren, ist eine der spektakulärsten, sinnstiftenden neuen Aufgaben unserer Zeit. Hey yo, ich bin Fritzi und ich bin hier an einem der spannendsten Orte der Welt, heißt es zumindest. Das ist bei mir ganz in der Nähe und man kennt es, und zwar das Weltkulturerbe Völklinger Hütte. Ihr seht es hier im Hintergrund. So ein bisschen schon, ja, Stichwort Industriekultur. Den Begriff hat man vielleicht schon mal gehört, aber was ist das eigentlich? Ich versuche heute mal so ein bisschen mehr darüber rauszubekommen, was Industriekultur ist, was es bedeutet und vor allem, was hier in der Völklinger Hütte überhaupt so geht. Hier auf der einen Seite hinter mir seht ihr diesen ganzen Schrotthaufen. Super viel Rost und keine Ahnung, was das ist. Und dann ist hier noch ein riesen Betonklotz im Hintergrund. Ich hoffe, ihr seht es. Und ich glaube, den schaue ich mir jetzt als erstes an. Ich habe da vorne eine Tür entdeckt. Und ich weiß nicht, vielleicht seid ihr auch so, die es echt nice finden, sich irgendwo reinzusneaken, beziehungsweise auch einfach mal Orte zu erkunden. Oh, die ist auf. Mit ganz viel Glück kriege ich die Tür tatsächlich auf. Ich hoffe, mich erwischt hier keiner. Ich schaue mir das mal an. Krass. Also es sieht hier echt aus, als wäre hier lange nichts mehr passiert. Aber was war hier? Also ich habe hier jetzt gerade ein Schild gesehen. Gefahr durch Kran. Und da hinten ist auch tatsächlich, erkennt ihr es? Ja, ist tatsächlich noch so ein alter Kran. Also ich könnte mir vorstellen, hier könnte man richtig gute Underground-Partys schmeißen. Wäre ich direkt dabei. Ihr könnt ja mal gerne die Aufgabe übernehmen und könnt für mich recherchieren, was hier drin gewesen sein könnte. Was meint ihr? Schreibt mir gerne. Ey, geile Idee auf jeden Fall. Da müsste man hier zwar noch einmal drüber wischen, auf jeden Fall, aber dann wäre das sicherlich machbar.
Wie gesagt, ich bin echt gespannt auf eure Rechercheergebnisse, was ihr noch rausbekommen habt. Okay, Wasserhochbehälter. Also hoch ist es hier, ja, aber hier ist absolut kein Wasser und hier sieht auch nichts nach Wasser aus. Und ich bin hier ja eben einfach nur die Tür rein. Das heißt, ich bin in der untersten Etage quasi. Vielleicht geht es hier noch irgendwie weiter nach oben. Okay, was ist das hier? Das ist auf jeden Fall ein Fahrstuhl und kein normaler Fahrstuhl, wie wir ihn kennen aus dem Kaufhaus, so maximal 8 Personen. Hier wird, glaube ich, ein ganzer Chor reinpassen. Ich fahre mal hoch, wenn es funktioniert. Wird schon schief gehen. Es ist schon ein bisschen unheimlich, aber es ist auch einfach ultra cool. Ich hoffe, ich bleib hier nicht stecken. Mama, ich hab dich ganz so lieb und ihr wisst wenigstens, wo ich bin. Jetzt bin ich echt gespannt, wo wir rauskommen, was hier hinter der Tür ist. Und das ist echt cool. Also mein Vorschlag wäre, ich würde hier eine riesen Loftwohnung draus machen. Klar, neue Fenster und so weiter, aber Respekt. Das ist schon geil. Und vor allem, hier kann man sich eigentlich direkt hinplacken. Also, meine neue Wohnung steht zumindest halb. Aber jetzt mal ernsthaft, was war hier früher? Also, Wasser habe ich nicht gefunden. Ich habe auch keine alten Wassertanks oder sonst irgendwas gefunden. Wieso Wasserhochturm? Kühlung. Ein Hochofen braucht große Wassermengen. Heutzutage noch viel mehr. Und das Wasser befand sich damals tatsächlich in den beiden ersten oberen Etagen des sogenannten Wasserhochbehälters. Und hochgekommen ist es mit Hilfe von Pumpen, die sich direkt hinter dem Wasserhochbehälter im sogenannten Pumpenhaus befinden. Aber wozu, bitteschön, brauchte man zum Eisenschmelzen sowas wie Wasserkühlung? Grundsätzlich ist die Kühlung sehr wichtig für jeden Hochofen an der Außenhülle. Die Außenhülle ist ja geschützt von innen durch ein Schamottmauerwerk. Das schirmt schon sehr viel Hitze ab. Allerdings bleibt natürlich eine Stahl- und Eisenummantlung, eine Stahlummantlung des Hochofens eigentlich gegeben. Und diese ist ja für sich Hitze auch wiederum empfindlich. Also musste dieser äußere Mantel des Hochofens gekühlt werden. Und zwar permanent. Die Heißwindschieber an den Winterhitzern, die Heißwindschieber am Ofen, die Blasformen, durch die der Wind in den Ofen geblasen wird, aus Kupfer, die mussten alle gekühlt werden. Und alle mit Wasserkühlung. Die 2000 Kubikmeter Wasser, die im Wasserhochbehälter lagerten, reichten aber bei weitem nicht aus, um die Hochöfen ausreichend mit Wasser zu versorgen. Das Wasser darin stand nur für den Notfall zur Verfügung. Das war nur eine Reserve. Normalerweise wurde das Wasser, das wir brauchten, direkt zu uns gepumpt aus der Saar. Aber es konnte ja mal eine Pumpe ausfallen. Und dann war der Hochbehälter die Wasserreserve, damit wir entweder Zeit hatten, die Pumpe wieder in Gang zu bringen oder Zeit hatten, die Öfen stillzusetzen. Denn wenn die Öfen ohne Kühlung blieben, dann waren zumindest die Blasformen unten kaputt. Das bedeutete langen Stillstand. Der Bedarf an Kühlwasser war groß. Insofern war die Lage einer Eisenhütte immer in der Nähe eines Flusses geboten. Diese Kühlwassermengen mussten natürlich zu den jeweiligen Hochöfen hinaufgepumpt werden. Dafür waren umfangreiche Pumpwerke notwendig. Es zeigte sich allerdings, dass die Betriebssicherheit natürlich gesteigert werden könnte, wenn man einen Zwischenbehälter, einen Puffer hätte, der so hoch gelegen ist, dass er über das Gesetz des Archimedes auch die obersten Stellen, die obersten Auslasspunkte des Hochofens erreichen könnte. Wie jetzt? Gesetz des Archimedes? Was soll das bitte bedeuten? Und deswegen Hochbehälter, natürlicher Druck, natürliches Gefälle. Ja, da brauchte man keine Pumpen. Das wurde hochgepumpt, wurde dort das Niveau gehalten. Und wenn eine Pumpe ausfiel, dann konnte es die Öfen versorgen. Ja, der
Trick der kommunizierenden Röhren ist nicht neu, das hatten die alten Römer schon. Das Wasser wird auf eine hohe Lage gepumpt und von da macht die Schwerkraft den Rest. 2000 Kubikmeter Wasser, das ist eine Menge Zeug. Und das ist natürlich immer noch modern. Auch Hochhäuser, selbst ganz große Hochhäuser brauchen das. Die haben ein großes Wasserbehältnis oben und alles unten drunter wird dadurch versorgt. Und da Wassertürme auch heute immer noch modern sind, kann man sie noch an vielen anderen Orten finden. Neunkirchen ist ein gutes Beispiel, da gibt es den Wasserturm noch. Natürlich auch ein industrielles Gerät, aber es gibt sehr viele zivile Wassertürme, die einfach Stadtversorgung machen. Und da Quierschied, auch im benachbarten Ausland, Frankreich natürlich, das sind diese Wassertürme, diese typischen Betonwassertürme, die so pilzartig in der Landschaft herumstehen. Da weiß jeder sofort, aha, Frankreich. Und die sind einfach typisch. Der Wasserhochbehälter des Weltkulturerbes Völklinger Hütte ist dagegen etwas absolut Einzigartiges. Dieser Wasserhochbehälter war in dieser Form aus Beton, Eisenbeton, erstmalig in dieser Größe und Art und Weise konstruiert und gebaut von der Firma Weiß und Freitag und erlaubte halt über die 3000 Kubikmeter dort in über 30 Meter Höhe einen Puffer, der eine Reparatur an den Pumpen ermöglichte. Der Wasserbedarf der Hütte war jedoch so enorm, dass der Wasserhochbehälter einen Ausfall der Pumpen nur ungefähr 30 Minuten überbrücken konnte. Aber immerhin. Die anderen Gebäude vom Weltkulturerbe sind teilweise schon hergerichtet. Da finden Ausstellungen statt, Events. Nur hier ist tatsächlich nichts. Warum? Oder vielleicht wird da auch gerade schon was entwickelt, wie das hier zukünftig genutzt werden könnte. Ich weiß nicht, da müssten wir auf jeden Fall noch mal so ein bisschen recherchieren. Ach cool, vielen Dank euch. Ihr habt mir gerade einen Link geschickt von einem Interview mit einem Architekten, der in diesem Interview erzählt haben soll, wie das Gebäude hier zukünftig genutzt wird und welche Ideen es da schon gibt und wie weit man mit der Planung ist. Das schaue ich mir mal gerade an. Bei der Aufgabenstellung geht es darum, diesen alten bestehenden Wasserhochbehälter zu öffnen und in einem Eingang für den ganzen Standort zu entwickeln. Alles klar. Aus dem Teil hier wird also eine neue Eingangshalle. Aber wie soll die aussehen? Im Innenraum haben wir gesehen, wir haben diese super Halle mit den vorhandenen Kranbahnen. Wir haben einen neuen Weg konzipiert, das in dem vorhandenen Halle, in dem Wasserhochbehälter beginnt und durch den Pumpenhaus mit einer große Rampe weitergeht, dass man einen rechten Blick zum Pumpenhaus bekommt. Und momentan hat man diesen Blick nicht. Und dann im Außenraum ganz kurz zwischen dem Pumpenhaus und der Gebläsehalle einen kurzen Ausblick gibt, zurück über den Parkplatz, wo man hergekommen ist. Und dann geht man hinein in der Gebläsehalle. Okay, klingt spannend. Aber ganz ehrlich, es gibt ja schon einen Eingang. Warum neu machen, was schon da ist? Was soll das bringen? Also bis jetzt ist die Eingangssituation ein bisschen unglücklich. Das liegt einfach daran, dass wir natürlich nie dafür gebaut sind, besucht zu werden. Und das muss man erst mal erfinden. Und der Wasserturm ist die perfekte Methode, schnell aus dem Auto zu kommen und sofort mit den Gegebenheiten vor Ort konfrontiert zu werden. Man sieht die Innenräume, man sieht die Technik und wird von da direkt in die Gebläsehalle katapultiert. Und das ist eigentlich die perfekte Methode, die Hütte kennenzulernen. Man spart einen Haufen Zeit, es ist natürlich viel einfacher und ja, es ist einfach ein spannender Eingang, das ist gar keine Frage, das ist ein tolles Gebäude. Und auf diesen Weg gibt es spannende Blicke. Von dem Parkplatz aus kommt man rein durch ein großes Tor, wirklich großen Format, dass man begeistert ist beim Eintreten in dem Haus. Es wird dichter, diese ganze Infrastruktur der industriellen Vergangenheit. Aber das ist nur ein Auftakt, weil denn danach kommt man in der Gebläsehalle und in der Gebläsehalle hat man den großen Maßstab von dieser Maschine. So steigert sich die Erlebnis. Man taucht viel direkter in diese Welt der Industriekultur ein. Und man muss eine Harmonie erreichen zwischen das, was neu ist, auch neu sichtbar sein kann, und das Vorhandenen, dass es ein schönes Zusammenspiel gibt. Okay, also es soll so authentisch wie möglich hier drin bleiben. Man will
so wenig wie möglich an der Grundstruktur verändern, aber es soll trotzdem halt nochmal hergerichtet werden. Ich glaube, das ist ein ganz schmaler Grat. So, wie hält man da die Balance, dass es jetzt nicht auf einmal rüberkommt, als wäre man hier im Disneyland, sondern damit man dann auch schon noch weiß, was hier passiert ist, damit die Leute, die sich das hier dann angucken können, auch tatsächlich einen Eindruck davon haben, was hier früher passiert ist. Also ich glaube, so die Balance zu halten, ist ultra schwer. Ich bin vor Ort gekommen und ich habe den Wasserhochbehälter gesehen und ich habe gesehen, was für eine Ausstrahlung das hat. Wir konnten zurückgreifen auf Erfahrungen, die wir gemacht haben mit anderen Projekten. Zwischen 2003 und 2009 haben wir ein Projekt in Brandenburg gemacht, die Ziegelei Museum in Miltenberg. Und dort ging es ebenfalls um Industriekultur. In Miltenberg haben wir alten Arbeiter, Leute, die dort gearbeitet haben, bis 89, 90. Wir sind mit dem durch die Ziegelei gelaufen. Wir haben ihre Geschichten zugehört und diese ganzen Geschichten bildeten die Grundlage, auf dem wir dann gebaut haben. Wir haben uns mit den Geschichten der Arbeiter hier in Völking auch beschäftigt und wir haben diese Geschichten in der Planung mit einfließen lassen. Es ist ganz wichtig, dass man die Seele von dem Standort fängt und transportiert. Und spätestens dann, wenn man in die Bausubstanz historischer, denkmalgeschützter Gebäude eingreifen will, muss man sich mit Denkmalpflegern genauestens abstimmen und die Frage klären, was muss man bewahren und was kann man verändern, ohne dass die Gebäude historisch unglaubwürdig werden. Es kann normalerweise, wenn man an so ein Objekt rangeht, nie so bleiben, wie man es vorfindet. Aber es sollte eben halt noch so viel überbleiben an Spuren des Gebrauchs, an Rost, an verschiedenen anderen Elementen, dass es wirklich glaubhaft bleibt, dass es ein altes Objekt ist. Was muss ich bewahren, damit die Hauptaussage der gesamten Anlage weiter bestehen bleibt? Es gibt dazu Spezialisten für Restaurierung von großtechnischen Anlagen, die in einen sozusagen einen Diskurs mit einem eintreten und sagen, pass auf, die und die Möglichkeiten gibt's. Als Weltkulturerbe unterliegt die Völklinger Hütte natürlich der ständigen Kontrolle auch durch die UNESCO. Dass das so weit wie möglich alles ursprünglich erhalten bleiben muss, ist Voraussetzung dafür. Und auch nur das macht ja Sinn. Wir wollen hier keine Scheinwelt zeigen, sondern wir wollen es zeigen, so wie es wirklich war. Und das, was dazugefügt wird, müssen wir nur so weit nach den heutigen Anforderungen machen, dass wir auch für Besucher mit Kindern oder mit Leuten, die sich da nicht so auskennen, die nicht so trittsicher sind, eben so machen können, dass sie da auch wirklich sicher gehen können. Mehr auf keinen Fall. Und auch das, was zugesetzt wird oder zugestellt wird, sollte auch immer ablesbar sein, dass man immer unterscheiden kann, was ist das Ursprüngliche, das Authentische und was ist das, was wir heute dazugesetzt haben. Na, Neudeutsch, Minimal Intervention. Wir sind davon überzeugt, dass das nur so eine außergewöhnliche Kraft hat, wenn es authentisch ist. Ansonsten ist es nämlich Disneyland. Also fasst man mal zusammen, sauber machen und zwar so, dass man den historischen Schmutz belässt und den neu dazugekommenen entfernt und den Rest festigt und sichert, dass die Raumschale und all die ganzen Dinge über die nächsten Jahre erlebbar sind und der Verfall sehr verlangsamt wird. Es ist alt, es ist nicht renoviert, da denke ich direkt an Techno. Da was Neues reinzumachen in so einem Techno-Underground-Umfeld, stelle ich mir ganz spannend vor. Man könnte auch die verlegten Schienen weiterführen und das als Catwalk auslaufen lassen. Ich bin hier ein bisschen weitergelaufen im Weltkulturerbe Völklinger Hütte, denn das hier ist echt riesig. Und ja, mal gucken, wo es noch überall reingeht, wo man eigentlich nicht rein darf. Da ist noch ein Schild. Auf diesem weißen Schild steht auf jeden Fall Explosionsgefahr. Geil. Ja, hier, das wäre eine gute Kulisse für einen Horrorfilm. Es sieht echt alt und verlassen aus. Man muss hier auch tatsächlich gucken, wo man hintritt. Sonst geht das ganz schnell in die Hose.
Ich habe hier eben ein Schild gesehen, da stand Trockengasreinigung drauf. Keine Ahnung, trockenes Gas, davon habe ich selber noch nie in meinem Leben was gehört. Und vor allem, wie will man Gas reinigen? Also es muss ja tatsächlich irgendwas gewesen sein, was früher hier benutzt wurde, genutzt worden ist. Ich glaube, da müssen wir auch noch mal ein bisschen mehr recherchieren. Hier muss man echt vor allem aufpassen, dass man sich nicht den Kopf stößt. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite, dass man sich halt auch nicht den Fuß bricht. Auch da seht ihr noch mal, steht noch mal Trockengasreinigung. Also war anscheinend eine Riesensache hier in der Hütte. Das Gas, was aus dem Hochofen kommt, ist mit Staub beladen. Klar, ein Großteil des Staubes wird in den Staubsäcken und Wirbeln, die direkt neben dem Ofen stehen, diese großen Behälter, schon aufgefangen. Dieser Staub wird wiederverwendet in der Sinteranlage, ist eisenhartig. Ja, das Prinzip einer Trockengasreinigung beruht auf einem sehr eigenwilligen Phänomen, dass die Abgase aus diesem Hochofenverhüttungsprozess selbst wiederum noch brennbar sind. Gas ist die Lebensenergie eines Eisenwerkes. Mit Gas lassen sich Maschinen treiben, wie zum Beispiel in der Gebläsehalle. Mit Gas lassen sich Steine erhitzen, wie zum Beispiel in den Winderhitzern. Mit Gas lässt sich auch die Hitze erzeugen, die notwendig ist, um die Hitze in der Kokerei, um den Kokereiprozess voranzutreiben. Dieses Gas war das sogenannte Gichtgas, das aus dem Hochöfen herausgekommen ist und das beim Schmelzprozess entstanden ist. Für die eigentliche Verwendung des Gases in Industrieöfen, in den Winderhitzern, ja, ist das Gas immer noch zu schmutzig. Beim Verbrennen würden diese feinen Schmutzpartikel schmelzen und die Öfen verschlacken. Und deswegen ist versucht worden, dieses Gas weiter zu reinigen. Und das zweite Merkmal ist, es ist verdammt giftig, es ist lebensgefährlich. Gichtgas ist eines der lebensgefährlichsten Gase, die es gibt auf der Welt, weil es hoch kohlenstoffhaltig ist. Es stellte sich bei der Sanierung der Trockengasreinigung heraus, dass die chemische Kontamination so ausgeprägt war, dass ca. 50% des Erhaltungsaufwands, rund 22 Millionen Euro, alleine nur zur Reinigung, dem Abtransport von giftigen Stäuben und der fachgerechten Entsorgung nötig waren. Und dieses Gas ist in dieser Hütte in Unmengen, in unglaublichen Mengen hergestellt worden. 30.000 Kubikmeter in einer Stunde sind aus dem Hochofen rausgekommen. Und weil da viel Dreck drin war, musste der gereinigt werden, musste der raus in irgendeiner Form, sonst hätte man es nicht weiterverwenden können. Das Gas, das beim Verhüttungsprozess entstand, wurde also gereinigt, um es nochmal einsetzen zu können. Genial. Sozusagen eine Frühform von Recycling. Aber nicht nur das Gas konnte wiederverwendet werden. Dieses Zeug, das man da aus dem Gas rausgeholt hat, das konnte man weiterverwerten. Da waren nämlich noch Reste Eisen drin aus dem Hochofen, was da sich an Eisen gebildet hat. Und die wollte man natürlich nicht wegschmeißen. Jetzt kommen wir zu dem Punkt Recycling. Hat ihn also recycelt, nicht zur Halde gebracht, sondern gesintert, zu Sinter zusammengeschmolzen und dann konnte man ihn wieder in den Hochofen führen und dann wieder zum Schmelzprozess zuführen. Damals hat man noch nicht aus Umweltschutzgründen so viel getan. Einiges auch. Aber das hatte wirtschaftlichen Sinn. Stahlwerksstäube enthielten Kalk. Wir brauchten Kalk. Der weiße Sinter war Eisen. Viel zu schade wegzuschmeißen. Der Gichtstaub enthielt Eisen. Viel zu schade wegzuschmeißen. Also wenn ich mich hier umschaue, das sieht aus, als hier könnte man, das wäre auch wieder eine super Filmkulisse. Und so ein bisschen fühlt es sich an und es riecht auch tatsächlich so, als wäre ich hier im Innenraum der Titanic so ungefähr. Könnt ihr euch das vorstellen? Hier könnte man originalen super James-Bond-Film drehen. Das hält. Gott sei Dank. Ich habe was entdeckt. Vor allem, seht ihr das? Was ist das hier? Also das sind so Stoffschläuche, die von unten nach oben gespannt sind und dann sind super viele davon hintereinander. Ich weiß gar nicht, ist das ganze Ding voll damit? Vielleicht ist das hier tatsächlich der Schlüssel zu dem, was wir die ganze Zeit gesucht haben, zur Trockengasreinigung. Also ich meine, wenn sie hier irgendwie Gas durchgejagt haben, das wird auf jeden Fall Sinn machen. Was habt ihr zur Trockengasreinigung rausbekommen?
Ja, man kann, glaube ich, an dem Ding ganz gut sehen, wie es funktioniert. Das ist im Grunde ein Riesenstaubsauger. Nur einer, der halt mit Gas funktioniert, was dreckig ist, was super heiß ist, also bis zu 250 Grad. Und das mag natürlich sowas wie ein Baumwollsack überhaupt nicht. Also die große Schwierigkeit war, möglichst das Gas so runterzukühlen, dass es diese Schläuche eher halten bleiben. Und das ist der Staubsaugerbeutel hier. Nur wir haben nicht einen, wir haben halt hunderte davon. Und hier wird das Gas von unten hinein, wie gesagt, mit jede Menge Staub drin. Und der Staub bleibt im Beutel, das Gas kommt raus, das kann man wunderbar lagern, verbrennen, benutzen, wie auch immer. Also alle Wärme benutzenden Systeme gingen mit Gichtgas. Und ja, auf die Art und Weise kann man also Millionen Liter Gas am Tag reinigen, ohne großen Aufwand. Das System hatte wahnsinnigen Erfolg in den 20er Jahren, als es entwickelt wurde. Alle Nassverfahren waren viel zu teuer. Und ich glaube, das hat in den 1920er Jahren, das gab es ja 60 Mal in ganz Europa, also bis England drauf, bis Russland. Die Technik an sich hat in Völklingen ist immer weiterentwickelt worden und ist bis zur Stillsetzung weiterentwickelt worden, hat funktioniert. Tatsächlich aber hat man heute andere Methoden. Da geht es elektrisch und wird der Staub andersweitig rausgefiltert, also nicht mehr auf diese klassische Variante. Heute werden oft Gaswascher eingesetzt. Da wird das Gas durch Wasser geleitet. Die Gasreinigung mittels Baumwollschläuche, deswegen trocken und nicht nass. Normalerweise hat man Nassreinigung. Die Nassreinigung funktioniert so, dass man das mit Feststoffen, mit dem Staub kontaminierte Gas in Wasser einleitet und hofft, dass möglichst viel Wasser gebunden, viel Feststoffe gebunden werden in dem Wasser, bevor das wieder rausplöppt. Krass, nicht schlecht. Aber wer hat sich das ausgedacht? Ich würde wetten, das war bestimmt irgendwie so ein Sheldon Cooper Superbrain auf jeden Fall. Und die Bäcker hatten auch das Problem, dass durch diese Arbeit mit feinem Mehlstaub die Luft immer voller Mehl war. Sie das teilweise auch eingeatmet haben und die wollten das auch nicht. Und deswegen haben die sich auch Gedanken drum gemacht, wie man diese Luft reinigen kann. Denn dichter Mehlstaub stellte für Menschen ein hohes Gesundheitsrisiko dar, konnte die Funktion von Maschinen beeinträchtigen und im Extremfall sogar explodieren. In den frühen 1880er Jahren entwickelte die Lübecker Firma Bethmühlenbau einen röhrenartigen Baumwolltuchfilter, mit dem man Mehlstaub absaugen und filtern konnte. Und von dieser Reinigungsart mit Baumwollfiltern ist dann dieser Quantensprung dann in die Eisenindustrie, in die Hüttentechnologie gekommen. Woran das Saarland maßgeblich beteiligt war. Diese Trockengasreinigung Halberg-Beth heißt sie, ist also von der Halberger Hütte und der Lübecker Maschinenfabrik Beth entwickelt worden. Also doch kein Sheldon Cooper Superbrain, sondern ein Sheldon Cooper Superbrain Bäcker. Ein Bäcker, der die Welt verändert. Wer hätte das gedacht? Aber das Problem übrigens, das große Problem war, dass wenn das Gas aus dem Hochofen rauskommt, ist das heiß. Wenn das Gas, was vom Ofen kam, zu heiß war, dann verbrannten die. Das kam immer wieder vor. Und wenn das heiß ist, muss man es erst abkühlen, damit man es in diese Filter da reinführen kann. Sonst werden die ja verbrennen. Einige sind auch verbrannt, das ist tatsächlich passiert. Und diese Schläuche sind heute in dieser Trockengasreinigung immer noch vorhanden. Die können wir auch demnächst unseren Besuchern zeigen. Also der Prozess der Gasreinigung ist, und das war übrigens am Rande gesagt, auch ein Grund für die Ernennung der Völklinger Hütte zum Weltkulturerbe, weil diese Anlage noch erhalten ist, ist also immer in Völklingen in dieser Trockengasreinigung noch nachvollziehbar und auch beobachtbar. Krass. Vor allem, wenn das hier wieder zugänglich gemacht wird für Besucher, dann müssen sie noch einiges dafür tun, was auch echt mega Aufwand ist. Und vor allem ist ja wieder eine Kostenfrage. Im Gegensatz zu steinernen Kirchen und Festungsanlagen sind industrielle Bauten nicht auf unbegrenzte Nutzung ausgelegt. Der Erhaltungsaufwand ist auch nach Grundsanierung und Umnutzung deutlich höher als bei konventionellen Bauten. Also von dieser Schaltzentrale aus bin ich jetzt hier im nächsten Raum und es sieht zumindest schon mal, wenn man das so sagen kann, ein wenig wohnlicher aus. Ja, das sieht aus, als wäre das ein altes Spind. Mal gucken, wo wir hier noch langkommen. Okay, Horror-Feeling on fleek. Ich bin froh, das Licht hier an ist. Aber das hier sieht auf jeden Fall so aus, als wäre das der Waschraum früher gewesen. Ja, hier könnte man aber auch irgendwelche Leichenteile auseinandernehmen, ganz ehrlich.
Ist schon krass zu sehen gerade, wie die Leute hier früher gearbeitet haben und natürlich auch einen Großteil ihres Lebens verbracht haben. Also wenn sie sich hier gewaschen und geduscht haben, das ist schon, wer weiß, ob die überhaupt warmes Wasser hatten. Also da haben wir es heutzutage echt gut und jammern wahrscheinlich oftmals auf hohem Niveau, weil das hier, ich weiß nicht, ob wir das alle so gerne jeden Tag gemacht hätten. Eine echte Erkenntnis und eine der vielen Gründe, warum die Bewahrer des Weltkulturerbes Völklinger Hütte es wichtig finden, dass vor allem junge Menschen sich die alte Eisenhütte anschauen. Wir uns eigentlich aufhalten, war das natürlich eine Innovation, dass es direkt am Arbeitsplatz Waschräume gab. Ähnlich wie im Bergbau die berühmten Waschkauen, gab es hier Duschen und so weiter und so fort. Hier könnte man sich natürlich vorstellen, damit das sozusagen, damit man wirklich den Eindruck hat, wie das mal war, dass man hingeht und das mal restauratorisch ein bisschen genauer instand setzt, damit man nicht diesen Eindruck hat, dass die immer in der Rumpelbude geduscht haben. So ein gepflegter Gebrauchszustand ist eine bewusste Konstruktion. Es ist nie so gewesen, aber es ist so, wie es gewesen sein könnte. Für die Jugend, die hier ist, ist es eigentlich, glaube ich, auch wichtig, so sehe ich das immer. Ich habe das ja auch noch, ich bin ja auch im Schmutz in einem Eisenwerk groß geworden. Und heute erlebt man in den seltensten Fällen noch Schmutz in den Betrieben. Dass man einfach auch arbeitsgeschichtlich und sozialgeschichtlich sagt, da waren wir mal, und das ist gar nicht so lange her, 30, 40, zwei Berufsgenerationen entfernt, und da wollen wir nicht unbedingt wieder hin. Ich glaube, das ist auch eine ganz wesentliche Message. Man kann über alte Dinge denken, wie man will, aber wenn ich in eine Burg gehe, dann erlebe ich nicht unbedingt den 30-jährigen Krieg, denn der ist doch ganz viel weiter weg. Aber wenn ich hier bin, dann erlebe ich noch, und das hat der Großvater und der Vater noch erlebt, wie gearbeitet worden ist. An der Technologie hat sich ja in den heutigen Eisenwerken ja auch nicht viel geändert. Aber die Rahmenbedingungen haben sich einfach für die, die dort arbeiten, geändert, dass man überhaupt noch jemand motiviert, seinen Beruf zu ergreifen. Ich glaube, das ist auch nichts Unwesentliches. Ich glaube auch schon, dass man, wenn man hier gewesen ist, manchen Dingen auch sehr viel dankbar ist dann zu Hause. Ja, wenn man hier auf das Waschbecken in der Hütte sieht und dann das Hightech-Waschbecken zu Hause oder auch die Toilette und all das drumherum, das Umfeld, das ist, glaube ich, kann man schon ausdifferenzieren, wie gut es einem doch eigentlich geht. Auch wenn damals nicht alles Sonnenschein war. Als die Völklinger Hütte 1986 stillgelegt wurde, hinterließ sie Menschen, für die die Hütte mehr war als nur ein Arbeitsplatz. Ich war 21 Jahre hier. Bin jetzt schon länger Rentner, als ich hier gearbeitet habe. Nein, das war ein ganz blödes Gefühl. Kann ich nicht beschreiben. Weil es zu Ende ging. Wenn ich hier in Pension gegangen wäre und das wäre weitergelaufen, das war ein ganz normaler Ablauf. Aber ich wusste, hier wird nie wieder Eisen erzeugt. Und so ist es vielen gegangen. Hallo, wir sind wieder draußen. Ach, wie schön. Das sieht echt schön aus. Liebe, da kann man sagen, Schrotthaufen hin oder her, aber es sieht echt schon cool aus. Und da hinten wäre der perfekte Ort für irgendeine abgefahrene Rooftop-Party. Ihr merkt, mir fallen nur lauter Event-Ideen ein. Also hier geht es einmal um die Ecke, wie ihr gesehen habt. Und hier, wie gesagt, es sind überall Türen. Manche sind auf, manche zu. Und was war hier jetzt dahinter? Hinter dieser Tür verbirgt sich der Leitstand. Der wird gerade ebenfalls restauriert und soll bald wieder für Besucher zugänglich gemacht werden. Dieser Raum war so etwas wie die Kommandobrücke auf der Enterprise. Und Hermann Hille war Captain Kirk. Und wenn ich hier jetzt noch mal sitze, dann denke ich daran, dass hier mal richtig Leben war. Ich habe ja den Hochofenbetrieb geleitet und damit war der Leitstand eine Anlaufstelle für mich, um mir die Messdaten der einzelnen Öfen anzusehen. Das war also eine Zentrale für den ganzen Betrieb. Betriebssysteme, hier liefen alle Informationen zusammen und wurden von hier auch weitergegeben an die zuständigen Stellen. Nach der Stilllegung der Hütte wurde der Leitstand mutwillig zerstört. Ich habe ihn, nachdem ich hier weg bin, erst einmal wieder gesehen, das ist aber jetzt auch schon ein paar Jahre her, da habe ich dann die Zerstörungen gesehen. Das hat mir sehr leid getan.
denn das war eine sehr gute Anlage. Und sie gibt eigentlich das Mess- und Regelwesen der damaligen Zeit sehr gut wieder. Im Leitstand haben sich gerade einige Restaurierungsexperten zusammengefunden. Es müssen Entscheidungen getroffen werden. Um einen alten historischen Raum der Industriekultur für zukünftige Besucher interessant in Szene zu setzen, gibt es nämlich unzählige Möglichkeiten. Da würde ich sagen, wir wollen mal wissen, wie es ausgesehen hat. Und es ist ja keine fiktive Ergänzung, es ist immer so die methodische Herangehensweise bei der Denkmalpflege, ja. Rekonstruktion, Kopie oder lässt man es oder neutral oder so. Dann ist es ja eigentlich die Steilvorlage schon durch den Bestand, der einfach nur vergammelt ist, gegeben. Aber man kann es natürlich auch alles anders machen. Das ist, methodisch ist ja alles in der Völklinge heute möglich. Das ist ja auch ganz spannend zu sehen, weil das gibt es ja heute nicht mehr alles. Ne? Das ist, die nächste Generation kennt das nicht mehr. So, damit man irgendwie verständlich machen kann, wie diese Schalltafeln eigentlich funktioniert haben. Dann kann man da durchgucken, kann das erklären, irgendwo ein kleines Pano dazu machen. So, und dann ist es aber die Original, aber Symbolik. Und da ist es, wie es im Original tatsächlich war, weil wir hier ein vollständiges Element haben. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir wollen so viel herstellen, dass man das wieder empfinden kann, ne, was das heißt, und dann aber überlegen, wie fand ich Kickernacken schön, also einen Schirm zu haben oder einen Film, wo man das in Natura sehen kann, einen Film zeigen kann, wie das früher aussah. Aber ich will es nicht nachbauen wollen, das Ganze, sondern nur nachempfinden. Aber nicht in seiner Muffigkeit, sondern in einer gewissen aktuellen Neutralität. Ja. Aber so viel zeigen, dass ich erahnen kann, was da eigentlich los war. Und es gibt dann später einen Monitor, der auf dem der Hille da steht und spricht genau zu dem Thema, was der Besucher sieht. So etwas habe ich in Ida Oberstein gemacht mit dem Industriedenkmal Bengel, mit dem Betreiberfamilie. Das kommt gut an. Und so hat man die Schalltafeln vor der Restaurierung vorgefunden. Wie findet eigentlich der ehemalige Hochofenchef das bisherige Restaurierungsergebnis? Authentisch oder nicht? Das ist hier die Frage. Der erste Eindruck, auch hinter den verkleideten Sachen, der erste Eindruck ist für mich recht positiv. Man kann nicht mehr alle Instrumente ersetzen, wahrscheinlich gibt es sie gar nicht mehr. Aber der Gesamteindruck gibt recht gut wieder, wie das früher ausgesehen hat. Und da ein Teil der alten Instrumente noch da ist, reicht es ja, denn das sind ja immer Wiederholungen gewesen. Es war für jeden Ofen dasselbe da an Instrumenten. Das heißt, wenn zum Beispiel hier vom Ofen 6 von einem Ofen noch alles da ist, dann war es am Ofen 5, am Ofen 4 genau dasselbe. Nicht mehr lange und die Trockengasreinigung öffnet ihre Pforten wieder für Besucher. Um das möglich zu machen, müssen die Restauratoren und Wegbereiter erst einmal einige Hürden überwinden. Na, das ist natürlich ein Riesenabenteuer, weil es gab schon Pläne, aber nicht vollständig, auch nicht zusammenhängend. Die Hütte ist ja über viele Jahre entstanden, da ist hier was gebaut worden, dort was angebaut worden. Das mussten wir erstmal aufnehmen, das ist aufgemessen worden im Detail. Und trotzdem haben wir immer wieder Ecken entdeckt, die vielleicht schon ein bisschen baufällig sind, einzustürzen drohten. Das musste erstmal gesichert werden. Der ganze Stahl, den man hier sieht, der war früher ja immer sehr heiß und damit konnte er nicht nass werden und auch nicht rosten. Vieles ist inzwischen angerostet, das muss erstmal gesichert werden. Wege müssen geprüft werden, über die man wirklich sicher gehen kann, über andere nicht. Und immer wieder Überlegungen, wie kann man die Orte, die für die Arbeiter, die hier gearbeitet haben, ja schwierig zugänglich waren oder gerade so, dass sie dahin kamen, wie kann man die für Besucher machen, dass man heute einigermaßen sicher da längs gehen kann, um auch alles das zu sehen, was die Arbeiter gesehen haben. Er hatte große Probleme, was die Statik angeht. Und deswegen haben wir ein neues statisches Gerüst in das Gebäude eingebaut. Aber wenn es dann mal soweit ist, kann man einiges erfahren und erleben. Ja, es ist doch toll, es ist doch ein spannender Ort. Wir leben vom Stahl, wir brauchen den. Und das zu sehen, wie das gemacht wurde, das ist ein unglaublich spannender Ort. Trockengasreinigungsanlage, was ist das eigentlich? Was soll man darunter verstehen?
Das wird nachher alles erklärt, das kann man anfassen, da kann man durchgehen, man kann die Filter sich angucken, um zu begreifen, wie in einer solchen Hütte, die ein extrem rauer Betrieb ist, für seine Zeit Hightech gemacht worden ist. Wenn man diese Unmengen von Stahlrohre und gewaltigen Maschinen sieht, setzt das schon erstaunliche Bilder im Kopf frei. Der Vorteil von der Völklinger Hütte ist, dass auf extrem wenig Platz eine Unmasse von Apparaturen und Maschinen eingerichtet wurde, um den Stahl herstellen zu können. Und das kann man sich hier ganz verdichtet in einem permanenten Auf und Ab von Treppen und Wegen ansehen. Auch für Jugendliche sei ein Besuch in der Völklinger Hütte ein Riesenabenteuer. Weil das gibt's ja nicht mehr. Man kann hier Räume, Konstruktionen erleben, die eine schon fast futuristische, aber auch eine alte Welt haben. Das ist viel spannender als Mad Max. Aber wir haben auf jeden Fall einiges erfahren. Vorhin ging es um den Wasserhochbehälter. Da ist man im Moment dran, das Ganze zu einem neuen Eingang umzubauen, dass man sich das auch anschauen kann. Dann waren wir jetzt gerade, wir waren ja niemals hier drin, aber wir waren hier drin und haben ganz, ganz viel über Trockengasreinigung gelernt. Also auch eine Riesenerfindung zu der damaligen Zeit. Und es ist echt beeindruckend zu sehen, wie sehr man so die Balance halten muss, die Sachen so, wie sie hier sind und wie sie früher waren, auf der einen Seite halt so zu belassen, dass es echt und authentisch wirkt. Damit man hier nach wie vor einen Eindruck hat, wie früher gearbeitet wurde, müssen hier auf jeden Fall die Leute rein und die müssen das sehen. Dazu muss natürlich einiges umgebaut werden, das muss ein bisschen sicherer gemacht werden. Deswegen muss hier was modernisiert werden und das Ganze dann so zu gestalten, dass die Leute hier auch rein können und sehen, wie hier früher gearbeitet wurde. Ich glaube, das ist insgesamt gar keine so leichte Aufgabe, diesen schmalen Grat irgendwie beizubehalten und das zu schaffen. Und auf der anderen Seite ist es aber auch super wichtig, dass hier Leute halt hinkommen, um zu sehen, was hier früher war und um so ein bisschen auch die Bedeutung der Völklinger Hütte, glaube ich, sich noch mal mehr vor Augen zu halten. Um das zu schaffen, müssen die Zeugnisse der Industriekultur in Völklingen für Besucher neu erschlossen und in einem nicht enden wollenden Prozess laufend instand gehalten werden. Schließlich soll ein Weltkulturerbe nicht die nächsten 10 Jahre, sondern bestenfalls die nächsten Jahrhunderte an eine Epoche erinnern, die den Fortschritt und unsere moderne sowie die kommende Zukunft erst möglich gemacht hat. In diesem Prozess entstehen Erfahrungs- und Erlebnisorte mit einer vollständig anderen Wirklichkeit, die wie keine andere Denkmalwirklichkeit Sinnbilder der Gegenwart sind. Eine ehemalige Eisenhütte wie die Völklinger Hütte komplett zu erhalten, ist ein Projekt, das so in diesem Maßstab noch nie und nirgendwo versucht wurde. Die allergrößte Bedeutung hat die Völklinger Hütte aber sicherlich für diejenigen, die an der Front der Hochöfen gearbeitet haben. Hätte man den ehemaligen Hochofenchef Hermann Hille direkt nach der Stilllegung der Völklinger Hütte gefragt, was man damit anfangen soll, hätte er womöglich geantwortet: Von mir aus reißt es ab. Für mich war das eine Anlage, die erbaut worden war, um Eisen zu produzieren. Und als dieser Zweck wegfiel, war eigentlich diese Anlage auch nichts mehr wert. Es ist ja auch Jahre diskutiert worden, was machen wir jetzt damit? Reißen wir es ab? Lassen wir es einfach verfallen? Machen einen Zaun drumherum, dass keinem was passiert? Oder erhalten wir es? Inzwischen halte ich das für sehr wichtig. Das, was alt ist, sollte nicht alles, aber modellhaft etwas davon erhalten werden. Vielleicht in 50 Jahren oder in 100 Jahren freuen sich die Leute mal, dass es erhalten geblieben ist. Wenn man es abreißt, ist es weg, auf immer verloren. Wenn man es erhält, sollen vielleicht kommende Generationen darüber entscheiden, ob sie es noch haben wollen oder nicht. Und ich bin der Meinung, es ist schon wichtig, dass die jungen Leute mal sehen, wie es denn war, wo ihre Väter, Großväter, Urgroßväter gearbeitet haben. Wo das entstanden ist, was wir heute in dieser Welt haben. Wo unser Wohlstand entstanden ist. Aus Kohle und Stahl. Das Wissen darum, wie es war, ist wichtig, um zu sehen, wo es hingehen kann.